Und sie dachte so, also alles ist eine Wertanlage für mich. Jo Leute, heute reagieren wir auf Sofodov. Ihr kennt die, das ist die wunderschöne Dame, da die immer so einen Vorhang hat, dann geht er runter nacheinander, so, dann erkennt man so, was ist. Jeder weiß, wie das funktioniert. Ich skippe die Anleitung, weil das ist einfach nur verschwendete Scheißzeit. Gut, dann geh mal rein. Also ich sag euch ehrlich, meistens sehen von den meisten Frauen, die da mitmachen, sie am besten aus. Ich bin's Noah, komme aus Dortmund, 23 Jahre jung und suche die Liebe meines Lebens. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Ich sag dir ehrlich, wenn ich mal so eine Erfolge machen würde, schreib sie mal an, dass ich da machen will. Ich weiß, ich würde lieber sie wählen immer. Weil die macht so einen schönen femininen Eindruck. Ich finde, Schuhe oder allgemein Füße können viel aussagen. Kandidatin 7 hat irgendwie... Finde ich gar nicht, ich scheiße auf die Schuhe. Irgendwie so ein Metalldingen, siehst du das? Ich kann es mir schon denken. Das sieht aus wie eine Krücke. Könnte ein Baseballschläger sein. Das stimmt, das ist Baseballschläger, wie komme ich auf Krücke? Vielleicht, weil ich ab und an meinen Schreibtisch damit massiere. Echt? Ja. Ah, im Stream? Ja. Hin und wieder, gelegentlich. Welche Paar Schuhe findest du auf Anhieb? Ich schwör's dir, ich würde die ganze Zeit sie wählen. Also ich sag auch mal so, wie es ist. Ich achte jetzt schon gefühlt auf die Fußgröße. Ach du heilige Scheiße. Und ich find's eigentlich ganz attraktiv, wenn sie auf Augenhöhe ist. Ach Gott. 2 Meter, aber halt klassisch so 1,70. Ja, die Frau soll halt schon nochmal kleiner sein, fertig. Ich habe da keine besondere Größe. Ja. Aber ich würde sagen... Bin ich wie diese ganzen anderen Waschlappen. Ja, die Frau muss so sein, muss man. Ich scheiß da drauf. Frau muss halt wie eine Frau sein muss. 3 und 4 sind die kleineren. Also, ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, was dieser Trend ist mit diesen Hosen, mit diesen zu fetten. 1. Und die hintere Reihe der eher größer. Ja, also, stimmt. Und das sagt jetzt irgendwas Wenn aus, wie groß die sind. Hättest, welche Paar Schuhe würdest du ihr schenken? Also, oh Gott. Ich würde dir gar keine Schuhe schenken. Ich würde dir Socken schenken. Mal 3. Weil schon cool sind? Ja, irgendwie. Kindheitserinnerung? Ja. Ah, okay. Mann, Junge, dass er nicht sie wählt einfach, weißt du? Hast du eine Frage? Ja. Hau und raus. Zwar, raucht ihr? Wenn ja, was? Kandidatin Nummer 1, rauchst du? Und wenn ja, jetzt kommt nein, ich rauche gar nicht. Okay, gut dann. Ich bin Gelegenheitsraucherin und ich rauche Zigaretten und manchmal... Nicht, also an der Stimme her ist sie jetzt nicht so attraktiv. Zu welchen Anlässen? Einfach um zu entspannen, tatsächlich. Mhm. Also ich bin nicht täglicher Raucher. Kandidatin 3. Warte Leute, ich hole mir jetzt mal einen Zettel. So, wir haben jetzt einen Zettel geholt, hier. Ich schreibe jetzt erstmal Nummer 1 bis 7 auf, also... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, so. Duolingo Spanisch ist sehr, sehr fortentwickelt tatsächlich. So, also, rauchen, Rauch, ach mir, nein und gelegen. So, weiter geht's, Leute. Wir beurteilen es mit Zetteln. Raucht Zigaretten. Kandidatin 4. Ja, also manchmal. Achso, sie raucht auch die dritte, also. Ja. Also halt bei Gelegenheiten, so bei Partys oder so, ein paar Zigaretten. Okay, gelegen. Aber eigentlich auch nicht viel. Ja, und manchmal Gras, aber sehr selten. Kandidatin 5. Gut. Zigaretten gar nicht. Und seit 200 Tagen circa auch kein Gras mehr. Okay, gut, also sie ist auf einem guten Weg, sie verbessert sich. Gut, Nummer 5 raucht auch nicht. 200 Tagen? Ja, also ich glaube, genau den Tag gezählt. Geh nicht, Alter. Seit 2 Tagen vielleicht. Ja, aber ich habe so einen Counter in der App. Hast du so ein bisschen übertrieben oder wie? Nee, das ist auch nicht, aber ich wollte einfach mal gucken, wie lange so ohne Toleranzpause und so. Ja, cool. Kandidatin 6. Also ich rauche nicht. Ich war mal so Gelegenheitsraucherin. Gut, sie raucht auch nicht. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Perfekt. Kandidatin 7. Also ich rauche Zigaretten. Will aber versuchen aufzuhören und dann nur noch. Machen wir auch mal ein Kreuz, weil sie will ja probieren aufzuhören. E-Kippe und dann gar nicht mehr, außer vielleicht auf Festivals. Und du? Was rauchst du und wenn ja was? Also, ich rauch einfach. Na, und was rauchst du? Sofodorf, alle. Nimm mal die Joint vor Video. Ich weiß das. Regel nicht. Nee, natürlich aber nicht. Wenn dann vielleicht. Die Atmosphäre passt. Zigarre ab und zu. Aber mehr auch nicht. Und man vielleicht nachts um 4
vom Club nach Hause geht oder vorm Club im Raucherbereich steht, dann... Und vertraut mir, wenn ihr hier eine finden wollt, geht auf die Frauen, die nicht in den Club gehen. Das sind die Besten. Die ein oder andere. Wenn ihr ernsthaft eine sucht. Krippe, Shisha vielleicht. Ja, also es interessiert mich jetzt nicht, was er macht so. Ich will, mich interessieren nur die Frauen. Saddam. Ja. Ja, basierend darauf musst du jetzt einer aber rauswählen. Okay, wen voten wir raus? Ich weiß leider zu wenig, deswegen kann ich euch rausvoten. Deswegen vote ich. Wir voten keinen raus. Sieben würde ich schon mal drin lassen, weil sie sich Gedanken gemacht mit dem, was ja. man sie dabei hat. Ich glaube, die erste war nicht Raucherin. Ja. Die zweite hier hin oder wieder. Gelegenheit. Die dritte ist Raucherin. Dritte, da war ich mir nicht mehr sicher. Die raucht. Ja. Vierte raucht. Ja, genau. Gras. Und was war bei 5 und 6? Party, oder? Beziehungsweise jetzt ja gerade gar nicht mehr. Ah, seit den 200 Tagen. Okay. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, du darfst noch eine Frage stellen. Da musst du dich aber entscheiden. Kann ich den Joker ziehen? Jetzt schon. Den Joker. Ah, was Neues? Der Joker. Dann wollen wir mal. Oh, shit. Oh, shit. Was ist da drin? Tatsächlich was sehr Interessantes. Nee, nee, Fußball. Fußballverein. Oh, nee, okay, gut. Nee, das gibt mal. Also, mich juckt Fußball null. Bla, 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 bla. Das heißt, sind wir gerade in NRW und Bayern ist ein bisschen weit. Nee, ach, der regnet sich nach Fußballverein. Okay, hey. Wen hat er rausgewählt, Nummer? Wer von euch war der Bayern-Fan? Ich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Ach, Mensch, Mist. Das war jetzt relativ oberflächlich, ne? Ja, tut leid. Auch ich komme aus München. Vorkommen. Wer von euch war der Bayern-Fan? Ich. 1, 2, 3. Die fünfte. Okay, also die fünfte ist raus. Gut, fünfte ist jetzt auch nicht so mein Fall. So, weiter geht's. Sie kann ja gerne mit der 5 tauschen. Früher. Ja, mich interessiert es auch und eher gesagt die Lebensgeschichte von der. So. Okay. Leider ist hier keine brauner, bräunliche Haut dabei, weil auf sowas stehe ich nämlich. Sand. Mit dem Baseballschläger. Das ist ein Baseballschläger. Und auch Baseballschläger. Ein cooles Outfit. Ja, muss man schon. Das war sehr, sehr cooles Outfit. Eine Hose und so Stiefel. So, also man muss auch nicht übertreiben, so, weißt du? Mit dem Bauchnabelpiercing. Stehst du da drauf? Ja, finde ich gar nicht verkehrt. Das ist gut. Ich würde auch fast sagen, dass es. Ja, und hast du vielleicht auch eins? Der attraktivste Piercing, den es gibt. Stehst du ja. Generell so auf Schmuck? Schmuck? Allgemein, ja. Natürlich, er trägt doch Ketten. Ja. Vor allem bei Damen sehr attraktiv. Zeigt mal alle eure Hände. Haben alle Schmuck. Nicht verheiratet, keine. Gut. Außer Nummer 2. Ja, okay, sie hat Handstulpen. Welches Outfit findest du bis jetzt so am coolsten? Was finden wir cool, welches Outfit? Also. Ich finde das da ganz gut. Das da. Vielleicht sogar echt mit Outfit 1. Outfit 1? Ja. Das ist das langweiligste von allen. Ah, du machst so classy. Ja, oder tatsächlich sogar 4. Und ja, das ist ein Nummer 6 in dem Fall jetzt. Okay. Also die langweiligen Outfits. Gut. Nur wegen des Baseballschlägers. Also ohne Scheiß. Also ich dachte wirklich, dass ich vielleicht mit ihm wegen so ein paar Sachen gemacht habe. Nichts haben wir gemacht. Nein, sonst sieht es auch gut aus. Enttäuschung. Eine Frage. Wenn ihr von heute auf morgen 100.000 Euro in die Hand gedrückt bekommt. Von ihm? Weil er verdient so viel? Und sie sofort ausgeben müsstet für Sachen, die keine Wertanlage sind. Guck mal, sie denkt schon, also ich würde mir Schmuck kaufen, ich würde mir ein Auto kaufen, ich würde mir 10 Häuser kaufen und vielleicht ein paar Aktien. Sind welche wären's? Guck mal, ihre Augen werden ganz groß, ihre schönen Augen werden ganz, ganz groß, wenn sie... Sie sofort ausgeben müsstet für Sachen, die keine Wertanlage sind, welche wären's? Sie dachte so, also alles ist eine Wertanlage für mich. Wie würdest du 100.000 Euro für Quatsch ausgeben? Ich würde mir eventuell eine G-Klasse holen. Ja. Tatsächlich mein Lieblingswagen. Na, no, ganz zufällig. Ich weiß nicht, genau, dass er geil ist auf ne? Bei, wie würdest du. Ich weiß, wie Männer denken. 100.000 Euro für Quatsch ausgeben. Der erste Gedanke, der mir direkt kam, ist tatsächlich. Warum redet sie so, als wären sie in irgendeinem Synchronstudio? Der erste Traum, den ich habe. Weltreise in Verbindung setzen und einfach alle feste. Weltreise ist verschwendetes Geld, oder was? Du willst mitnehmen, die es geht. Geil, Kandidatin Nummer 3. Geil, kannst du mich ja mal mitnehmen. Ich glaube, ich würde die Frage ein bisschen dribbeln, indem ich sage, ich gebe die 100.000 für Klamotten und Schmuck aus und dann würde ich Goldschmuck holen und. Okay. Ah, verstehe, okay. Mhm.
Also so sich einschmücken. Aber halt, Sachen, also eigentlich schon, dass es halt wertvoll bleibt und den Wert nicht verliert. Nee, aber wie würdest du so richtig für Quatsch aus? Also einfach für dein jetziges Board. Du darfst es nie wieder verkaufen. Okay, wenn ich es nicht verkaufen darf oder sonst so, dann würde ich irgendwas safe ein Tier erleben mit den 100.000. Dann würde ich irgendwie auch so Festival gehen oder Urlaub. Urlaub ist ja aber Festival, komm, Alter. Die ganzen besoffenen Weiber, die sich da durchficken lassen, also bitte. Auch Freunde einladen zum Reisen. Was wär- ja, das ist gut. Was wäre dein Urlaubsziel? Ich würde gerne nach Asien. Irgendwo. Mann. Wonach da? Ich habe kein bestimmtes Land oder so, aber ich finde die asiatische Kultur ganz interessant. Ah, die will doch nur das Fressen da. Die Kandidaten sind auch hier. Asiatische Kultur. So Reisen wurde jetzt schon öfter genannt und so Festivals. Ich würde mich da an sich anschließen, aber. Zusätzlich würde ich sagen, dass ich vor allem... Sieht immer so lustig aus, wenn die alle stehen und sie hat keine Hände oder was. Das ist alles so lustig, wie die da so alle da sind, wie so NPCs. Gut darin, Geld für Quatsch auszugeben und deswegen sehr viel wahrscheinlich für Videospiele und Merchandise oder Konsolen ausgeben will. Okay. Schön ehrlich. Kandidatin 4? Ja, also ich wollte eigentlich auch erst direkt sagen, dass ich sofort... Das ist, wenn sie schon so macht, ist sie sehr nervös. Ein Flugticket investieren würde. Ja, die ist nervös. Aber wenn jetzt um so was Materielles geht, ich glaube, ich würde dick shoppen gehen. Dick shoppen gehen. Ein neues Klavier kaufen. Okay, Klavier klingt gut. Ja, schon 6. Ich würde auf jeden Fall auch reisen gehen. Nach Thailand würde ich sehr gern. Nach Thailand denke ich mir schon. Und tatsächlich. Auch wegen der Kultur natürlich. Ich würde mir auch ein neues Auto holen, ein M4. Natürlich, ein M4, kannst du den mir vielleicht kaufen, dann auch noch ein Lambo. Wenn ich gefahren bin, hat schon die Motorkontrollleuchte geleuchtet, das wäre also auf jeden Fall angebracht, ein neues Auto zu holen. Das wäre mal angebracht, er kann ja auch gerne ein neues Auto kaufen. Fährt nicht so auf materielle Dinge ab, weil ich finde das so eine Sache, da freut man sich einmal und dann hat man's. Sondern ich würde so für Erinnerungen ausgeben, also einfach rumreisen. Okay. Na, ohne Witz, das finde ich gut, was er sagt. Viel erleben, eigentlich alles erleben. Also viele reden ja nicht so, aber bei ihm läuft es ja wirklich ein bisschen. Von Superboy einmal bis hin. Na okay, so Festivals sind halt komplett langweilig. Also hin zu Coachella. Und ja, Coachella. WM-Finale. Also WM-Finale, ja super. Alles so Fußballmenschen. Ich kann damit da nichts anfangen. Klappern, dass man das alles gesehen hat. Genau. Vielleicht noch zu den Pyramiden oder so. Vielleicht kann er ja, ich weiß nicht, den Mount Everest besteigen. Nee. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Ich kann mich an eins nehmen. Ich wähle alle. Kannst du genau erinnern? Kandidatin 1, was hast du nochmal gesagt? Erstmal Haus am Meer und G-Klasse. G-Klasse und Haus am Meer. Ah, ihr wolltet doch zusammen Urlaub fahren. Kandidatin Nummer 5 nochmal kurz. Ich würde reisen gehen oder shoppen und ein Klavier kaufen. Dann würde ich tatsächlich 4 sagen. Dann Kandidatin Nummer 4. Okay. Ja, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich würde ganz schnell wieder gehen. Ja. Schön. Damn. Ich würde auch shoppen gehen. Ja, ich glaube, sie hätte eher Bock auf sie. Ja, Videospiele sind mein Ding. Das ist meine Art. Ah, okay, nee, dann begleite ich. Zeit zu verbringen. Ich bin oft. Jetzt ärgere ich mich doch. Ja. Ah, Mensch, du Videospiele. Ja, ich bin sehr oft, weil ich war halt schon sehr viel Reise. Das klingt jetzt richtig asozial. Ja. Ja, okay, die Geschichten, die kann ich mir nicht geben. Also, es ist echt ein bisschen langweilig. So. Oder? Dann nächste Runde. Hast du wieder eine Frage? Wie schaut eure Morgenroutine aus? Und wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? Die brauchen jetzt alle 8 Stunden, um sich zu schminken. Ich sehe es jetzt schon. Kandidatin 1, wie sieht deine Morgenroutine aus? Also bei mir ist es so, ich mache halt nachts, bevor ich schlafen gehe, schon eigentlich alles, was ich so, also mit Skincare, mit Cremes, dass ich halt morgens von der Skincare her nicht mehr viel machen muss. Aber Cargo? Leder? Ehrlich mal so Leder? Gehe ich meistens Pink. An den Make-up-Tisch und schmink mich erstmal ein bisschen. Das dauert so vielleicht mir. So 20 Minuten. Oh, ich dachte gerade, ich sag 20 Stunden, ey, zum Glück. Und dann ein bisschen Haare machen. Das hat auch wieder eine Stunde. Kandidatin 2. Ich bin ehrlich gesagt gar kein Morgenmensch. Ich bleib dann erst mal so. Also die erste ist schon mal kein, also ist schon mal ein Reinfall für mich. Eine halbe Stunde im Bett liegen, bevor ich irgendwas mache. Dann gehe ich mir meinen Kaffee machen, trink den ganz entspannt. Dann geht's erstmal los und dann mache ich mich ready im Bad. Aber bei mir kommt dann auch nichts. Naja, es ist auch nicht so.
nicht viel Make-up drauf. Ich bin dann eher der natürliche Mensch und dann geht's raus. Kandidatin Nummer 3. Ich habe eigentlich auch nicht so eine klassische Morgenroutine. Ich stehe auf, die Klassiker duschen, Zähne putzen und so werden gemacht. Dann brauche ich einen Kaffee und das war's eigentlich. Dann brauche ich einen Kaffee. Meint sie jetzt, dass er ihr einen zu machen hat oder dass sie sich einen macht? Wenn sie sagt, er muss mir einen machen, dann ist sie ganz schnell raus. Ich trinke eigentlich nur Espresso. Naja, also das ist ja wirklich interessant, Alter. Ganz komisch. Ganz komisch, ja wirklich, das ist eine Seltenheit. Den mache ich mir erstmal einen Tee. Also die, für mich kommt die rüber wie 150 Jahre, also die ist auch schon mal ein Reinfall. Also Leder, weil ich noch so ein Kreis hin. Und dann ins Bad, Zähne putzen und so weiter und dann dehne ich mich ein bisschen. Dehnen? Ja. Dehnen. Wow, okay, Kandidat. Dehnen ist sogar wirklich gut, aber für mich kommt es eher wie so eine Oma rüber, die eine. Nummer 5. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt noch Zeit habe, wenn ich aufwache, dann bin ich schon auf jeden Fall noch kurz am lächelt. Handy, check Nachrichten, E-Mails und alles. Dann gehe ich ins Bad, putze meine Zähne. Nachrichten, E-Mails, das heißt, sie macht irgendein Business, Leute. Ich gehe auch immer duschen, das ist, da habe ich ein bisschen so einen Tick. Das ist sehr gut, dass du duschst. Duschen, bevor ich irgendwas anderes mache. Aha. Ja, und dann je nachdem, wenn ich halt irgendwas geplant habe, dann schminke ich mich so 15, 20 Minuten. Ja, und wenn... Also anscheinend sind das... Oh, Entschuldigung, meine Freunde. Das sind die normalen Schminkzeiten anscheinend von Frauen. Wenn ich nur einkaufen gehe oder so, dann schminke ich mich da noch nicht. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Also meine ist dann tatsächlich sehr durchgeplant. Okay. Und das mag man kaum glauben. Wenn und ich mache die Videos so, dass wir diejenigen sind, die Frauen durchsuchen können. Nicht er. Weil er ist ein eigener Mensch. Wir suchen uns Frauen aus. So. Zack, zack, so. Morgenroutine sagt ein bisschen aus. Morgenroutine sagt aus für Menschen, bla bla bla. Stimmt natürlich auch, aber komm, das weiß jetzt jeder. Ich glaube, ich würde da tatsächlich mit Nummer 2 gehen. Morgenmuffel okay. Und jemand, der komplett strukturiert Eisbaden gefühlt. Da habe ich eh ein Kreuzchen bei dem. Irgendwas reinknallt und den ganzen Tag starten kann. Ja. Das sind so Gegenspieler, die, glaube ich, nicht so funktionieren können. Okay, dann kann ich gut. Date Nummer 2. Du kannst jetzt wäre jetzt auch nicht mein Fall gewesen von Antworten und? Ich mag leider keine Blonden. Da. Ja, ich gut. Schön, dich wiederzusehen. Ja, anscheinend haben die wahrscheinlich im Club schon ordentlich, ne? Wir kennen uns tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja? Oh, ja? Tatsächlich, ja? Was war das für ein Event? Papa Platte. Papa Platte, das Racist. War vor 2 Monaten oder so? Oder einem? Aha. Racist. Nee, Racist, gut. Finde ich sehr schön, dass ihr die Chance hier hattet, dabei zu sein. Ja, mega. Sehr schön. Ach, süß. Naja, danke, dass aber du da warst. Bist alle... Ja, also ich sag euch ehrlich, bis jetzt von den alten Antworten würde ich sie eigentlich wählen. Ich schwör's dir, weil sie ist, sie macht so richtiges so, dieses Frauen-Vibe, wirklich, dieses, ja. Dieses Süße. Ja? Nicht sie, sondern sie. Dann, nächste Runde. Aber ich fand die blauen Haare bei ihr tatsächlich schöner. 1, 2, 1. Mann, hier kann man nur falsche Sachen sagen, bei jedem. Ja, also, gleich ehrlich. Ich stehe ja auf bräunere Frauen so. Aber von all denen würde ich sie wählen. Sie hat was, jetzt so ein schlichtes Outfit. Also sie natürlich auch, aber sie hat dieses, jetzt dann noch so ein bisschen so Spannung in dem Outfit, aber nicht so hoch extrem. Die restlichen, die sind alle für mich Reinfälle. Welches Outfit findest du am coolsten? Ich finde 1 und, ja. 4. 4, ja. Na klar. Hast du eine Frage? Ja, das sieht langweilig aus für mich. Jetzt haben wir nur noch 4 Stück. Also hier, das ist die Leder, habe ich geschrieben. Hose schwarz ist sie. Und pink ist sie. Und ja, Baseball ist sie. Ja, und zwar, welchen Drink oder welchen Cocktail bestellt ihr in einer Bar am Freitagabend? Bei mir. Ich ist das Sex on the Beach? Kandidatin 2. Ich mag Alkohol ja nicht. Espresso Martini. Kandidatin 3. Gut, sie trinkt keinen Alkohol, oder? Ah, nee, doch, Martini ist sehr Alkohol. Ein Aperol. Kandidatin 4. Ich trinke keine Cocktails, wenn dann Bier oder eine Weißweinschorle. Also von allen, ich mag das nicht. Ich hasse Alkohol so. Was trinkst du? Bier. Whisky Cola. Ja, das ist jetzt uninteressant, was er macht, weil wir reagieren ja sozusagen, dass wir das wären.
Spiel, beziehungsweise... Die reden teilweise viel mehr mit dieser Sofo, die Teilnehmer, als mit irgendeiner von denen, Alter. Das ist so lustig. Was wäre euer Traumurlaubsziel? Bisher schönster Urlaub war tatsächlich in Deutschland, in Hamburg, aber hauptsächlich... Das ist für mich kein Urlaub, Hamburg. Also wirklich. Wenn ihr sagt, in Deutschland ist irgendwo Urlaub, dann seid ihr auf den Kopf gefallen. Tatsächlich, weil ich da mit richtig coolen Leuten war und das einfach... Da war ich richtig glücklich. So. Und Traum ist so auf jeden Fall mal nach Thailand, so für einen Monat oder so oder auch länger. War ich auch in Bangkok? Thailand ist. Jetzt brauche ich nicht so tun. Also Kultur und so, diese Tempel und so, das ist halt das Schöne. Aber viele sagen auch, mich interessiert die Kultur und die wollen nur essen, so. Aber tatsächlich ist es in Bhutan so ziemlich chillig, so dieses Tempel. Wie sich das ergibt. Kandidatin 3. Ich war letztes Jahr in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln. Ecuador, okay. Diese Latina-Dinger, da stehe ich ja eh drauf. Sie ist jetzt nicht mein Fall. Ich war eine Freundin und das war richtig toll. Das war mein bester Urlaub bisher. Mein Traumziel ist, glaube ich, auch so Südostasien. Da mal. Die wollen alle nach Asien. Für Texas, an der Farm, Alter. Da will ich wohnen. Zwei. Eine Ranch. Ja, der beste Urlaub und auch weiterhin Traumziel ist natürlich Ballermann, ne? Nee. Opening, Closing, dabei, wichtig. Aber sonst die, also der schönste Urlaub war die Kreuzfahrt mit meinen Eltern. Kandidatin 1. Okay, gut. Das ist tatsächlich eine sehr gute Antwort. Also Ballermann, so hasse ich den Dreck. Aber ohne Scheiß, das ist wirklich eine sehr gute Antwort. Bei mir war der schönste Urlaub die Kanarischen Inseln, also Madeira, Fuerteventura. Madeira ist jetzt so eine YouTuber-Waschlappeninsel, so, also da würde ich niemals hingehen wollen. Teneriffa, sowas. Also und Madeira? Scheiße. Da habe ich bestimmt mal mit der irgendwas gehabt in Madeira, ja. Das fand ich echt, also das war mega schön. Und aber will sie vielleicht auch mal sagen, wo sie gerne hin will? So, das würde mich auch interessieren. Sind die Seychellen. Und deins? Seychellen? Ja, also ich weiß nicht, was es ist. Ich bin, hätte jetzt irgendwer gesagt, in der Berge. Wäre das die Berge, sehr gut. Und sie, warte. Ja, und Traumurlaubsziel wäre tatsächlich allgemein Amerika. Gut. Okay. Da kann ich unbedingt ein bisschen relaten. Gut. So, von L.A. bis Las Vegas. Einmal durch. Gut. Und bisher schönste Urlaub waren tatsächlich die Kanarischen Inseln. Okay, basierend auf diesen... Mann, frag doch sie, wohin sie will. Sie interessiert mich gerade auch. Aber sie, die Arme, die wird nie gefragt. Guck mal, ich denke an dich wenigstens, weißt du? Mich interessiert, was du sagst. Okay. Ich würde sagen, den Aperol. Okay, gut. War eh nicht so mein Fall. Okay. Pink, können wir auch was machen. Dann Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Sorry. Alles gut. Sorry. Entschuldige dich nicht, wenn du sie rausmachst und machst sie raus. Und das ist alles dieses Unehrliche. So. Fertig, dich hat es nicht angesprochen, tschüss. So. Da kommt eh keiner in den Folgen zusammen. So. Also, das könnt ihr ein bisschen lockerer nehmen. Ach, ich mag auch Aperol. Ja, Aperol ist doch besser. Aperol? Gut. Mich interessiert auch nicht die Lebensgeschichte von ihr. Sag so. Ja, eigentlich auf der Hand. Ja, mach. Warum hast du einen Baseballschläger dabei, Kandidatin 3? Okay. Liegt der eigentlich auf... Liegt der eigentlich auf der Hand, oder? Also ich will rausstehe ich von Outfits her. Auf der Hand, damit du dann an mich denkst, wenn du das nächste Mal ausrastest. Ich dachte, sie will mich damit nach dem Dreh noch massieren. Eine Frage. Okay. Tja, stell dir mal vor, er wird von ihr zusammengeboxt mit dem Baseballschläger und dann macht er so einen Post auf Twitter. Yo, Leute, also echt häusliche Gewalt, also bitte, Leute. Wo seht ihr euch? Man wundert sich dann. Ja. Nein. Kandidatin 1, wo siehst du dich? Ist doch nur als ein Späßchen. In 5 Jahren. Gut, bin ich gespannt. In 5 Jahren will ich auf jeden Fall schon mein Studium abgeschlossen haben. Was ich bald anfange, ich habe es noch nicht angefangen. Im Bereich Management. Und ich möchte versuchen, mir ein eigenes Business aufzubauen. Bitte kein OnlyFans. Oder in einer bekannten Firma anfangen zu arbeiten, dass ich halt irgendwie... Bitte nicht irgendwie bei Brazzers oder X-Hamster. Mir selber was aufbauen kann, dass ich nicht abhängig von zum Beispiel meinem Partner oder so in der Zukunft bin. Kandidatin Nummer 2. Ich wusste nicht, dass wir ein Bewerbungsgespräch machen oder so, aber ja, ich finde die Frage sehr schwer, weil ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden mit meinem Job, wo ich im Leben stehe. Und okay, das heißt, sie macht schon gut Cash. In anderen Worten, ich bin reich genug, leckt mich.
wenn sich das in 5 Jahren nicht verschlechtert, bin ich nach wie vor zufrieden. Wenn es sich verbessert, umso besser. Was machst du denn gerade? Sachen im Internet. Oh, na dann. Bitte kein Onlyfans, bitte nicht. Oh, und sieht natürlich wieder, also wirklich in voller Kontur. Hoffentlich aber keine Dirty-Webseiten. Die Plattform? Nee, tatsächlich nicht. Auch so. Oh mein Gott, okay, dann kreise ich sie schon mal ein. Für eine Kandidatin, die ich nehmen würde. Kein Onlyfans. So. Content Creator, ja. In Köln? Ich wohne in Köln. Ja, okay, dann. Wer ist es? Wer ist es denn? Weiß es nicht. Man sieht ja auch keine Haare. Nee. Das habe ich auch extra gemacht, weil dann wäre es einfacher gewesen. Oh shit, das ist Bouger. Ach, das ist sie. Ja, okay. Die wunderschöne Dame. Warte mal. Bouger. Sie ist es. Also dieses Bild, Alter. Bildes Bouger. Ja? Ja? Ja, also. Wenn sonst keine. Also ich mag keine Blondhaarigen. Also wenn ich. Nee, müsste so. Leider stehe ich auf dunklere Frauen. Aber wenn ich eine wählen müsste, dann wäre sie. Wie schnell du auf Bouger gekommen bist mit Haaren. Ja, weil. Okay, dann kann ich die ja jetzt runter machen, ja, weil ich habe die extra nur hochgemacht. Kann ich nicht deswegen auch einfach nach vorne. Die einzigste mit schwarzen Haaren. Kannst du mich nicht rauswählen jetzt? Reicht. Sie hat gar keinen Bock auf den Gott. Bitte raus hier, du Penner. Ich will jetzt hier weg vom Studio. Ich habe jetzt hier meine 2K Cash bekommen. So, jetzt kann ich mich verpissen wieder. Doch jetzt. Sie tauscht mit ihr einfach. Ja. Ich würde noch gerne die letzte Antwort hören. Kandidatin 3. Okay, ich sehe mich auf jeden Fall erfolgreich in dem, was ich gerade anfange. Ja, das ist eine Brille. Ich dachte, das wären hier Handfesseln vom Gefängnis. Zu tun und auch dass ich dann mit meinem Hund zusammen wohnen kann, der wohnt jetzt noch bei meinen Eltern. Ja gut, der Hund ist ihr neuer Freund, also der Typ wird vom Hund ersetzt. Eltern und ein Bett. Genau wie Unge mit einer Katze. Noch mit meinem Traumpartner zusammen. Und was machst du gerade? Auch Content Creation. Kennen wir dich auch? Glaub nicht. Nicht noch eine, die ich kenne. Dann kenne ich alle. Steck noch in den Kinderschuhen. Basierend darauf musst du jetzt eine raushellen. Willst du Bouger noch weiter kennenlernen? Ich muss sagen, Bougers Antwort war echt gut. Bouger auch. Na also, fertig aus. Ander Bein raus, geh mit Bouger, fertig. Einfach Traumfrau. Also wenn ich jetzt nur anhand der Antworten jemanden auswählen müsste, wäre es vielleicht das Letzte tatsächlich. Hm. Aber die Letzte in dem Sinne. Mit dem Baseballschläger. Ja. Aber ich würde tatsächlich Bouger rauswählen. Okay, Bouger, komm her. Ja, weiß ich jetzt nicht. Reicht jetzt. Genug. Hallo. Ja, also ohne Witz von allen würde ich sie nehmen. Also Bouger ist für mich Nummer 1. Also persönlich, wir hören uns auch die anderen ein bisschen an, aber für mich hat die Runde Bouger gewonnen. Ich hab dich gar nicht erkannt. Ey, ich hab Holy die Haare shit. Extra hochgemacht. Was hast du? Ja, Haare und Haare deine Stimme hast du verändert oder so. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht also, hört es sich auch anders an hinterm Vorhang. Also wir sind schon alle sehr überrascht. Das ist. Was bist du eigentlich für ein schlechter Freund? Keine Ahnung. Ihr Friendzone. Nee, rundenlang. Ja, ich weiß. Wir haben schon so viel Zeit zusammen verbracht. Vielleicht und ich erkenne deine Stimme nicht. Boah, 2 Jahre? Echt? Ja. 2,5? 3 jetzt. 3? Schon, ja. Crazy. Ja. Verrückt. Das. Boah. Meine nicht. Leider nicht. Meine Augen tränen, aber ich bin traurig, weil ich gehen musste. Deswegen weine ich natürlich nicht. Deswegen. Okay. Freudentränen, damit sie dir nicht mehr sein Gelaber anhören aus. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ciao. Mhm. Finale. Irgendeine wichtige. Also, mich hat diese Bouger gewonnen für mich. Ich stehe zwar auf andere, aber sie ist wirklich, also im Streamer her, einer der attraktivsten. Frage, die dir wichtig ist. Wenn ihr ein Tor schießen würdet in der 90. Minute, wie würdet ihr jubeln? Bitte nicht, so, wir gucken uns das nicht an. Ich will das nicht hören, dieses Gejubel, ich kann damit nichts anfangen. So, ich will einfach nur sehen, wer sich dahinter verbirgt. So. Für den Baseballschläger, glaube ich. Muss ich gestehen. Ich würde tatsächlich den Baseballschläger nehmen. Oh, und du willst ihre Hand gar nicht mehr loslassen? Nee. Ach du Scheiße, ey, bitte. Komm. Schön, dass du da okay, bist. Ich muss ihn verabschieden. Bis gleich. Mach ich leider nicht so. Ja, und Tage. Ach, Mel. Aus. Dankeschön. Ja. Also Berlin. Ja. Das ist gerade ein bisschen kacke, ne? Sie ist schon, ja, schon eine gute. Ich ärgere mich schon. Ja, schon eine gute. Ja, schon eine gute Shooter.
Und sie schlägt ihn zusammen. Okay, gut, die sehen gleich aus. Also für mich ist sie und Bouger. Dürfte ich zwar nehmen, würde ich sie und Bouger nehmen, weil Friends. Leider haben wir in diesem Video nicht eine Kandidatin gefunden, die uns hundertprozentig anspricht. Ich hoffe, du nimmst, also bitte, Sophie, mach selber mal mit oder irgendwelche aus Lateinamerika, Frauen, die nur Spanisch sprechen oder und Englisch. Das wäre mal interessant so. Und ja, meine Freunde, auf Wiedersehen und bald.